Hey, ein Krokodil. Klingt auch wie so ein irgendwie absaufender Generator, das Krokodil, ne? Oh Gott, die Kobolde. Völlig vergessen. Schießpulver. Soll ich den Schießpulver herkriegen? Bro, what? Okay, wer hat jetzt eine Quest für uns? Wahrscheinlich Hafenhektor, oder? Nö. Hektor so? Lol, kein Bock. Okay, hier geht aber auch nichts weiter. Hier halt auch nicht. So, wofür sollen wir halt auch einfach diese Tür aufschließen? Das ist halt richtig unnötig. Also, kommt vielleicht auch einfach nicht mehr. Ja, wie sieht's hier aus? Ah. Hey, schön, euch wiederzusehen. Der Kapitän ist bereit, uns ein Fass Schießpulver zu überlassen, aber er will im Gegenzug etwas Wertvolles dafür. Es hat schon wieder dieser RS-Schreibfehler. Er hat gehört, dass sich eine Sammlung von seltenen Porzellanfiguren in der Stadt befinden soll. Wir müssen ihm mindestens 3 bringen. Warum, Alter? Wir versuchen auch seinen Arsch zu retten. Außerdem müssen wir jetzt irgendwie noch finden, der eine Quest für uns hat, weil wir haben nur 2 von den Figuren. Achso, jetzt... ich biete euch einen fairen Handel. Seid ihr interessiert? Porzellanfigur für 100 Münzen, natürlich. Weil wir so viel Gold haben. So, gib Schießpulver, du Lappen. Seid vorsichtig, ich hau dir gleich einer aufs Maul. Kackpirat, Alter, weißt du, wir reparieren sein Schiff, machen ihn zum Kapitän, besorgen neue Klamotten. Er so, ja, aber für so ein bisschen Schießpulver will ich jetzt Geld haben. Beziehungsweise halt, ne, schon hier wertvolle Schätze. Einfach mal nett sein ist nicht, das ist eure Aufgabe. Kackspaten, Alter. So, weg mit dem Ding. Oh, was für eine gewaltige Explosion. Wir haben, glaube ich, keine Fackeln mehr, ne? Hey, wer seid ihr? Keine Sorge, wir sind Freunde. Hektor schickt uns. Na gut, ihr dürft eintreten. Wir haben eine Schmugglerhöhle gefunden. Hektors Freunde sind von den Kobolden verborgen. Vor, nicht von, aber egal. Danke, meine Freunde. Wenn ihr ein paar besondere Waren braucht, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Ach, die wollen da gar nicht raus. Ja, okay. Bis dahin könnt ihr mir einige eurer wertvollen Gegenstände verkaufen. Wir haben keine. Ach so, du nimmst jetzt den Lachs für 95? Die Dinge gibt's hier in dem Spiel bislang gar nicht, oder? Wir können halt gar nicht jagen. Sind die... Warte mal. Du hast eine Quest für uns. Hey, habt ihr etwas Zeit? Nein. Der Schmuggler ist auf der Suche nach einigen seltenen Pilzen. Es mag nicht so erscheinen, aber in der Kanalisation wachsen eine Menge Pilze. Wir müssen nur genau hinschauen. Und plötzlich überall Pilze. Oh, das war einfach. Beute. Cool. Hier, hab Pilze. Gut gemacht, die sind fast makellos. Oh, 50 Moneys, gute Sache. Pilze verkaufen. Na gut, können wir jetzt noch mehr Pilze in der Kanalisation finden? Tatsächlich. Ich verkaufe die mal erstmal nicht, falls wir da noch Tränke draus machen können. Da waren mindestens 3 auf dem Boden. Warum waren das nur 2 Pilze? Sehe ich nicht. Achso, Pilze wachsen jetzt aber übrigens auch draußen. Hydraten, sehr guter Punkt. Danke für die Erinnerung. So. Jetzt kann ich hier überall Pilze sammeln, ne? Da machen wir halt richtig fette Moneys mit. Das war jetzt so der Call, den wir gebraucht haben. Um hier irgendwie wieder halbwegs Land zu sehen.
Michael kann doch nicht mehr kommen, oder? Also wir können wahrscheinlich bringt Brent uns noch mal mehr Jagen bei und dann. Aber ganz ehrlich, das ist mir halt relativ bums. Ich will eigentlich im Moment nur Geld haben. Aber wir müssen halt locker noch Fackeln und eine weitere Waffe kaufen und wir haben halt 73 Gold. Das reicht halt vorne und hinten nicht. Und wir haben exakt 0 Heiltränke. Das heißt, darum müssen wir uns auch kümmern. Pilze. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann schippen wir doch einfach nochmal hier rüber. Was mich wundern würde, wenn hier Pilze wachsen. Ja, wachsen in der Tat auch keine. Aber ich gucke einfach nochmal hier runter. Das ist ja auch fast so wie Kanalisation. Vielleicht. Nein, nein, kein. Doch, da waren welche. Sie genau gesehen und im Gebiet davor auch. Hier. So, geht doch. Schon gelohnt. Aber hier sind wirklich keine, oder? Also ich sehe keine. Gut, komm. Ist eigentlich. Warum ist die Kanalisation eigentlich nicht in der Map? Das ist halt voll der Umstand. Habt ihr meine Freunde gefunden? Geht es ihnen gut? Ja, okay, gibt uns Pilze dafür. Traumhaft. Hier sind Pilze. Und hier. So, Pilze verkaufen. Wir haben nämlich scheiß viele. Alter, die bringen halt schon. Okay, die behalte ich mal erstmal. Machen wir hier so. Okay, dafür ja, brauchen wir Heiltränke, dachte ich mir fast. Dann hierhin. Heiltränke aus Beeren. Wir haben ja im Moment, mach mal direkt 5. Nice. Können wir Heiltränke aus Kräutern auch? Nein. Aber okay, gehen wir nochmal hier rein. Gehen wir mal hier runter. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal hier hin. Kämpfen wir gegen den Kobold. Kämpfen gegen Ding. Ach, Alter. Was ist das für ein hässlicher Stein? Silbererz. Natürlich. Können wir hier noch schmieden oder was? Surprise, es gibt ein Endgame. Wir können hier einfach komplett MMORPG-mäßig gleich noch einen Shop aufmachen und die ganze Stadt beliefern. Hey, ein Schlüssel. Hier ist noch ein Portal. Ich habe schon vermutet, dass es in der Stadt mehr als ein Portal geben muss. Von diesem hier kommen die Kobolde. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Okay. Bitte befreit mich. Ah, wenn es sein muss. Vielen Dank, dass ihr mein Leben gerettet habt. Honig und 2 Heiltränke. 2 Heiltränke ist fair. Ich glaube, es hat geläutet. Machen wir aufmachen. Okay, ganz viel Wurzeln. Ich pflück erstmal Pilze, ne? Ja, es, der Karneval ist in der Stadt, auf jeden Fall. Der hier vorne ist als Incredible Hulk verkleidet. Oh, wir müssen mal irgendwas essen. Gut, dass wir noch gebratenen Fisch haben.
Alter, es verbraucht aber auch echt viel langsam, ne? Und natürlich ist unser Schwert kaputt gegangen. Natürlich. Kerzen. Okay, wenigstens können wir dahin schnell reisen. Jetzt something. Ich würde auf jeden Fall mal für $20 übernachten. Vielleicht auch nochmal. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Gold wir haben. Hätte ich vielleicht vorher mal drauf achten sollen, oder? Naja, reicht auf jeden Fall für noch ein Schwert. Oh, wir können auf jeden Fall einen Dolch... wobei, ich verkaufe den mal lieber nicht. So, Eisenerz. Nochmal Eisenerz. Komische Kristalle. Da müssen wir mal 5 Eimer Wasser drauf kippen. Das können wir wohl machen. Willkommen, Krieger. Ja, quatsch mich nicht voll. Cool, wir haben gar keine Tränke mehr. Das ist ja praktisch. Dann, halt. Erstmal Beeren sammeln. Außerdem willst du irgendwas. Die Zeiten sind hart, ich brauche eure Hilfe. Wirklich? Du brauchst jetzt Kleider für Waisenkinder? Ist das dein Scheiß Ernst? Was, Koboldschlampe? Stand das da wirklich? Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber es würde mich wundern. Prinzessin Cassandra, Gott sei Dank, dass ihr am Leben seid. Wir schaffen es, zum Tempel zu gelangen. Zum Glück ist er nicht in die Hände der Kobolde gefallen. Vielleicht wird Vater Doran in der Lage sein, uns mit den Portalen zu helfen, durch die unsere Feinde zu uns kommen. Ja, ein solches Portal ist im Keller hinter dem Tempel. Habt ihr noch mehr gefunden? Vater Doran ist entsetzt, als er erfährt, dass wir mehr als ein Portal entdeckt haben. Das bedeutet, dass es vielleicht noch mehr gibt. Wir waren uns einig, dass wir alle feindlichen Portale so schnell wie möglich schließen müssen. Diese Portale sind das Ergebnis starker Magie, so viel ist sicher. Unglücklicherweise kann uns Vater Doran nicht helfen, die Portale zu schließen, da er in dieser Art von Magie nicht bewandert ist. Sein Kollege Vater Hadrian hat jedoch Bücher über schwarze Magie studiert. Er kann uns einen besseren Rat erteilen. Vater Hadrian hat sich vor dem Angriff im westlichen Teil der Stadt aufgehalten. Niemand weiß, wo er sich jetzt befindet und ob es ihm gut geht. Wir können nur hoffen, dass er am Leben ist und dass wir ihn finden. Come on. Come on. Okay, es hilft nichts, wir brauchen Tränke. Es hilft einfach nichts. Heiltränke aus Beeren. Can't do. Okay, wir brauchen halt Kräuter. Aber wir können halt total Kräuter verkaufen und die blauen bringen, glaube ich, richtig viel, ne? Ich hoffe, wir haben noch genug Beeren dafür. Ajo. So, das war doch schon mal ganz gut. Hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier rüber und dann Gift aus Pilzen. Safe. Nee, nicht. Wobei Gegengift. Naja, Gegengift haben wir halt 11 Stück. Gift aus Giftsäcken. Auch das. So. Nee. Hier hin. Dann klopfen wir dich erstmal weg. Okay, Gold und 5 Pilze, nice. Koboldkrieger. Ich
Wenn jetzt noch unsere Waffen kaputt gehen, haben wir so gelitten, ne? Einfach nur normaler Kobold. Wir haben, glaube ich, nicht genug Ausdauer, oder? Um das hier alles zu rocken. Wie viel haben wir? 29. Nun. Schwierig. Schamane. Es war ein Kobold-Schamane, nicht Kobold-Schlampe. Fast das Gleiche. Wir werden hier alle sterben. Ja, hoffentlich. Okay, mehr Pilze. Mehr. Was, wo kommt das ganze Eisenerz her, Alter? Und die Kerzen. The hell. Okay, lass uns Heilbeeren sammeln. Können wir den fetten Knilch da schon umpömpfen? Nee, oder? Doch, nice. Gute Sache. Wir sind aber auch wirklich knapp mit den ganzen Sachen hier. Danke, ihr mutigen Krieger. Okay, sie werfen uns einfach ihre Herzen zu. Kann man machen. Okay. So, hier unten sammeln wir kurz noch ein bisschen was. Und dann haben wir hier locker 4 Leute, die mit uns sprechen wollen. Ich esse gerade noch mal ein bisschen Obst. Also. Freunde, ich brauche eure Hilfe. Dieser Bürger befürchtet, dass er bald sterben wird. Ja, völlig zu Recht. Daher hat er schnell ein Testament verfasst, damit nach seinem Tod sein Vermögen gerecht aufgeteilt wird. Er bittet uns, das Testament zu seiner Familie im östlichen Viertel zu bringen. Und braucht dafür 20 Münzen? Große Spinnen haben sich im Keller des Händlers gesammelt. Er wird allein nicht mit ihnen fertig. Ja, schade. Psst, hier bin ich. Wir haben ein Mädchen gefunden, das sich vor den Kobolden versteckt. Und es hat Schmacht. Cool. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Das ist korrekt. Deswegen... Wer seid ihr? Geht weg! Der Gefangene scheint unglücklich darüber zu sein, dass wir ihn befreit haben. Er heißt Altalos und die Kobolde haben seine gesamte Familie getötet. Wie furchtbar. Lasst mich hier sterben. Ja, mit Freuden. Befreie 5 Gefangene. Okay. Können wir die Spinnen plätten? Bestimmt nicht, oder? Weil wir keine Fackel haben. Waren Gaufin. Budi, gib Fackel. Dankeschön. Weißt du? Haben die Scheißfackel gerade gekauft und die hält einfach ganze 3 Sekunden. Was soll denn das? Unfucking fassbar. Okay, cool. Hier ist nichts weiter. Hier ist euer Lohn. Oh, okay, das hat sich tatsächlich ganz gut gelohnt. Östlich. Ist hier? Nein. Wer möchte denn das Testament haben? Kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin, oder? So, du wolltest Brot und eine Suppe. Kaufe ich dir. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Mahlzeit kaufen, Suppe, Brot, check. Danke. Gut, dann hier kommen wir her, ne? Ja, okay. Achso, warte mal, aber wir können hier noch hingehen, oder? Hier waren wir noch nicht. Ich mache hier mal gerade ganz kurz einen Cut.